geht ja um die Identität einer Stadt, ums Herzen der Stadt. Und die schwierige Aufgabe wollen wir nicht im stillen Kämmerchen lösen. Wir sind hier im Südwerk und unsere Bürgerschaft wird mit hineingenommen in die ganze Aufgabenstellung, in das schwierige, komplexe Thema. Nur noch wenige Flächen in der Stadt und vor allem in der Innenstadt, die wir überhaupt noch entwickeln können. Und im Moment ist diese städtische Fläche völlig untergenutzt. Das wird sich jetzt ändern und deswegen können wir die Gebäude neu ausrichten und wir können auch überlegen, wo wir hier noch zusätzliche Verwaltungsflächen, Einzelhandel, Gastronomie, Aufenthaltsqualität, auch vielleicht eine stärkere Begrünung zur großen Kreuzung hin hier realisieren können. Und es ist von daher eine ganz große Potenzialfläche, die wir hier für die Stadt nutzen wollen. Immer wieder wurden neue Ansätze gemacht, um diesen Stadtraum adäquat in der Verlängerung der Via Triumphalis zu schließen. Wir glauben, dass die Argumente am besten so im Diskurs ausgetauscht werden können. Und deshalb haben wir Büros eingeladen, die unterschiedliche Grundhaltungen zum Städtebau haben, die miteinander diskutieren sollen und die unterschiedliche eigene Ideen als Lösung anbieten sollen. Und diese Ideen werden wir dann mit der Bürgerschaft diskutieren. Die hauptsächliche Herausforderung wird definitiv die Logistik sein, ja, und die Finanzierbarkeit. So eine Ecke hat ja immer vier Punkte und einer dieser Punkte ist natürlich unser Planungsgebiet. Direkt gegenüber liegt das ECE, dann auf der gegenüberliegenden Seite das Staatstheater, ein europaweiter Wettbewerb mit tollen Ergebnissen, die jetzt in die Umsetzung gehen. Und auf der vierten Ecke das Postgiroamt, was von einem privaten Investor gekauft worden ist. Also ich halte das für sehr wichtig, dass da nochmal ein Klausel-Gutachten erstellt wird. Uns geht es um eine gute Streitkultur. Das heißt, wir ringen und streiten um die besten Ideen. Das wird in mehreren Stufen geschehen. Heute war der Input. Dann gibt es zwei Termine, wo man unterschiedliche Modelle mitbringt, wo man unterschiedliche Perspektiven beleuchtet, wo man ganz unterschiedliche Ansätze auch verfolgt. Und es wird sich so ein bisschen kanalisieren auf ein paar ganz kluge Ideen, die man am Ende dann vertritt. Und die Büros werden am Ende einen Entwurf aussuchen und sagen, dafür stehe ich und das der Bürgerschaft vorstellen. Und dann werden wir diskutieren. Findet es auch Widerklang in unserer Bürgerschaft? Von der Einbindung der Bürgerschaft erhofft man sich ein sehr stadtteilverträgliches Ergebnis. Wir haben diesen Sanierungsbedarf bei uns. Wir wollen den am Standort realisieren. Wir haben benachbarte Grundstücke von Stadt und Landkreis. Und wir haben einfach diese Aufgabe, denke ich, diesen sehr zentralen Punkt der Stadt anspruchsvoll auch baulich weiterzuentwickeln. An der Kreuzung Ettlinger Tor wird sich das Gesicht der Stadt sowieso verändern. Kombilösung, neue oberirdische Stadtbahn in der Kriegsstraße, Staatstheater, Neubau und Sanierung und eben jetzt dann auch die anstehende Sanierung oder Neubau-Landratsamt. Und da macht es Sinn, dass wir auch unsere städtische Fläche in den Topf werfen und man dann gemeinsam überlegt, wie kann es hier städtebaulich weitergehen. War ein sehr intensiver Tag, weil wir heute Mittag ja schon eine Begehung hatten mit den Büros und dem Begleitgremium. Das Landratsamt nochmal in allen Facetten begutachtet haben. Und jetzt war hier ein Saal vollgefüllt mit interessierter Bürger. Es hat mich sehr gefreut, dass so viel Interesse haben. Und ich glaube, die Diskussionen zeigen es auch hier schon am Modell. Wir sind schon mitten in der Debatte, was ist hier eine richtige, gute Strategie für Karlsruhe. Und deshalb freue ich mich sehr über den gelungenen Tag. Thank you.